Seit 2019 gibt es an der TU Dresden drei Exzellenzcluster: Physics of Life, kurz POL, das Center for Tactile Internet CETI und CETI QMAT, Complexity and Topology in Quantum Matter. Und eins davon wollen wir uns in diesem Video mal genauer anschauen. Bei CETI QMAT werden Quantenmaterialien erforscht. Das sind Werkstoffe, die ihre besonderen Eigenschaften erst unter extremen Bedingungen wie ultratiefen Temperaturen, hohem Druck oder starken Magnetfeldern zeigen. Und mehr darüber erfahre ich jetzt von Professorin Elena Hassinger. Sie beschäftigt sich vor allem mit der Entdeckung und Steuerung neuer Zustandsformen in Quantenmaterialien. Woran genau forschst du denn hier bei CETI QMAT? Meine Gruppe und ich, wir interessieren uns für Materialien, die bei tiefen Temperaturen besondere Eigenschaften zeigen. Und zwar sind besondere Eigenschaften meistens bestimmte Phasen, die man noch nicht versteht und die man deshalb auch erforschen möchte. Und wir machen deshalb Experimente bei tiefen Temperaturen. Also wir messen magnetische und elektrische und thermische Eigenschaften, um diese Phasen zu entdecken und zu charakterisieren. Und dazu benutzen wir die ganz tiefen Temperaturen. Also wir gehen runter auf bis zu 10.000 Kelvin über dem absoluten Nullpunkt, also minus 273 Grad Celsius. Außerdem legen wir sehr starke Magnetfelder an, um die Phasen zu charakterisieren, und auch sehr hohe Drücke, um die Konditionen zu verändern, in denen die auftreten und dann deren Stabilität zu verstehen. Wie genau fügt sich denn deine Forschung bei CETI QMAT ein? Die Materialien, die wir untersuchen, die haben besondere elektrische Eigenschaften, die durch Quantenphysik zustande kommen, und deswegen zählt man die auch zu den Quantenmaterialien. Eine besondere Eigenschaft, die uns auch interessiert, ist die topologische Klassifizierung der Phasen. Es gibt ein Material, was ich im Moment besonders interessant finde. Das ist ein unkonventioneller Supraleiter. Der hat in hohem Feld eine feldinduzierte supraleitende Phase. Und die ist vorhergesagt von der Theorie, dass die topologisch ist. Und das untersuchen wir jetzt genauer. Das heißt, wir versuchen experimentell einen Nachweis dafür zu finden. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann ist der Zustand ein ganz seltener Fall von so einem topologischen Supraleiter. Was gäbe es denn für deine Forschung in der Zukunft für Anwendungsbereiche? Die Phasen, die wir untersuchen, die können zum Beispiel topologisch nicht trivial sein. Und wenn das eine topologische supraleitende Phase ist, dann könnte man die Materialien auch für Qubits in Quantencomputern benutzen. Und das Besondere an diesen topologischen supraleitenden Materialien für Qubits ist, dass die besonders stabil sein sollen im Vergleich zu den Quantencomputern, die jetzt schon gebaut werden. Die Eigenschaften von Materie zu untersuchen und neue Quantenmaterialien zu entdecken, kann man auch Licht nutzen. Wie das genau funktioniert, das erklärt mir jetzt Professor Alexei Tschernikow. Er forscht an ultraschneller Mikroskopie und Photonik bei CETI QMAT. Womit beschäftigt sich denn deine Forschung hier bei CETI QMAT? Wir arbeiten mit Untersuchung von Nanomaterialien, also das heißt, das sind Kristalle, die sehr, sehr dünn sind. Und dort untersuchen wir, wie deren Verhalten in Bezug auf Wechselwirkungen von quasi elementaren Teilchen, aber auch die Wechselwirkung mit Licht. Und das ist im Wesentlichen sehr viel Grundlageforschung, aber auch mit Hinblick so ein bisschen auf mögliche Anwendungen. Und wie genau arbeitet ihr da mit dem Licht? Was genau macht ihr? Also für uns ist das Licht eine Art Tool. Also das heißt, wir benutzen das als Werkzeug, um sozusagen die Informationen über die Materialien quasi so ein bisschen herauszukitzeln. Was wir da im Speziellen machen, wir bestrahlen das Material sehr häufig mit wirklich sehr, sehr kurzen Pulsen, die dann das Material anregen. Da passieren viele Sachen. Und danach detektieren wir mit sehr hoher Zeitauflösung und auch örtlicher Auflösung wirklich Mikroskopie, was da sozusagen sich so abspielt, auf welchen Zeitskalen Prozesse stattfinden und Licht zum Beispiel auch wieder reemittiert wird. Bei CETI QMAT wird ja viel zu Quantenmaterialien geforscht. Wie fügt sich denn deine Forschung da ein? Also die Materialien, die wir untersuchen, bei denen spielen eben diese Gesetze von Quantenmechanik, die wir jetzt in unserer makroskopischen Welt vielleicht nicht so häufig oder eigentlich kaum erleben, nur die Konsequenzen. Aber da ist das natürlich ganz, ganz wichtig. Das bedeutet, die quantenmechanischen Eigenschaften der Quasiteilchen, die wir untersuchen, sind da absolut zentral. Und das ist sozusagen auch unser Anknüpfungspunkt ans CETI QMAT. Was gäbe es denn für mögliche Anwendungsbereiche für deine Forschung in der Zukunft? Also bei den Materialien und den Prozessen, die wir untersuchen, wo es sehr viel um die Wechselwirkung mit Licht geht, sind das natürlich zum Teil, ich sag mal erstmal, klassische optoelektronische Bauelemente. Das heißt, das sind Leuchtquellen,
das sind Laser, das sind auch Detektoren oder auch Sensoren, die alle zum Beispiel sehr, sehr dünn sein können und auch auf kleinsten Raum integriert werden. Aber das sind auch Technologien wie zum Beispiel Quellen einzelner Lichtteilchen, das heißt ein Material, was quasi nur einzelne Energiepakete von Licht aussendet. Und das kann dazu dienen, eine Grundlage für zum Beispiel auch Quantencomputer der Zukunft zu sein. Das war eine von drei kurzen Fragen zu den Exzellenzclustern an der TU Dresden. Wenn ihr noch weitere Videos von unserem Kanal sehen wollt, dann kommt ihr hier oben zur letzten guten Frage zum Thema Flucht und Migration. Und wenn ihr hier unten klickt, könnt ihr einer Doktorandin am CETI bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen.